Bugatti präsentiert eine weitere innovative Hop-Up-Unit. Bugatti Pro MPEX. Für Zyma MP5, AEG und SAEG-Waffen. CNC-gefertigt aus 7075 Aluminium mit einer Toleranz von 0,05 mm. Feinstufiges und präzises Einstellen mit Positionsangabe. Entwickelt für moderne Flat-Hop- und Air-Hop-Gummis. Steigert die Präzision und verbessert die Dichtung zur Nozzle. Kompatibel zu allen Nozzles mit 21,50 mm. Flexibel einstellbarer Zugwiderstand des Einstellschiebers. Kompatibel zu 5 mm und 7 mm Hop-Up-Systemen. Hochfester, CNC-gefertigter C-Clip aus POM. Einfache Installation und Montage. Montageanleitung. Tragen Sie etwas Fett auf der Außenseite des Laufes auf. Stecken Sie anschließend den Hop-Up-Gummi auf den Lauf. Achten Sie darauf, dass dieser gerade sitzt und nicht verdreht ist. Schieben Sie nun den Lauf in die Hop-Up-Unit und sichern Sie diesen mit dem beiliegenden CE-Clip. Installieren Sie anschließend die Messinghülse zusammen mit dem dicken O-Ring. Der dünne O-Ring wird hinten auf der Unit benötigt. Anschließend wird eine der im Lieferumfang enthaltenen Federn in der Unit montiert. Wählen Sie anschließend einen der Tensioner aus, welcher für Ihr Hop-Up-System geeignet ist. Achten Sie bei der Verwendung von 5 mm Systemen auf die korrekte Ausrichtung des Tensioners. Die 7 mm Version kann nur in Kombination von Tuningläufen mit einem 7 mm Fenster verwendet werden. Setzen Sie nun einen der beiliegenden Gummis in das Loch ein. Es liegen zwei Gummimischungen bei. Bei der schwarzen Variante handelt es sich um eine weiche Mischung, die rote ist etwas härter und erzeugt einen stärkeren Hop-Up-Effekt. Nun können Sie bereits den Hop-Up-Lever zusammen mit der Messingschraube verbauen. Beachten Sie, die Schraube darf nur bündig hineingeschraubt werden. Über die beiliegenden Gummis mit unterschiedlicher Härte kann der Zugwiderstand des Schiebers eingestellt werden. Verwenden Sie auf beiden Seiten einen roten Gummi, wird der Schieber etwas fester gehalten. Geht Ihnen das Einstellen in dieser Konfiguration zu schwer, können Sie die schwarzen Gummis verwenden. Beachten Sie, je leichtgängiger der Schieber, desto höher ist die Gefahr eines unabsichtlichen Verstellens der Unit. Tragen Sie etwas Fett auf den Laufflächen auf und installieren Sie die beiden Schieberelemente. Diese werden anschließend mit den beiliegenden Schrauben und dem Einstellhebel verschraubt. Die Unit ist nun fertig montiert und kann in der Waffe installiert werden. Bei Fragen oder Hilfe wenden Sie sich jederzeit an unser freundliches Support-Team.